Buyaka, Buyaka. Video. Herzlich willkommen bei Buyaka.de. Heute ein kleines Video über das Spiel Destruction Derby. Auch aus dem Jahre 1995, entwickelt von Reflections. Ja, das Spiel habe ich damals geliebt. Mal schauen, ob es heute noch Spaß macht. Ich denke mal, es ist ein bisschen schwierig, weil ein Rennspiel für mich zumindest auch sehr von der Grafik lebt. Obwohl das schon sehr geil aussieht irgendwie. Es ist eigentlich kein normales Rennspiel, bei dem es um Geschwindigkeit geht, sondern wie der Name schon sagt, geht's um Destruktion. Langes Intro, mal gucken, ob ich es überspringen kann. Jawohl. Gut, wir spielen. Ja, das sieht doch eigentlich schon mal gut aus. Was gibt's da für Spielmodi? Destruction Derby ist, glaube ich, einfach so in der Arena drin. Wir spielen jetzt in Wrecken Racing. Championship. So. Ja, dann versuchen doch das gleich mal. Mal schauen, wie die Steuerung. Ja. Ja, es geht dabei darum, die Gegner kaputt zu crashen. Go! Go! Ich werde schon von hinten angebumst. Hey! Oh, Steuerung ganz schön schwierig. Bam! Ich glaube, man muss aufpassen. Dabei. Nee, ich habe mich erwischt. Oh! Ist echt schwer zum Steuern, das Ganze. Boah! Ja, leck mich doch. Ich glaube, mein Auto ist schon ein bisschen kaputt. Wen wundert's? Boah, das fährt nur noch so langsam. Ah! Ich weiß gar nicht, ob man die Gegner umkippen kann. Ah, die Steuerung. Ich bin mir nicht sicher, ob es an mir liegt oder am Auto, dass ich schon dreimal in die Wand geknallt habe. So. Komm schon. Ich treffe keinen. Den bumse ich jetzt von hinten. Bam! Och, nicht. Stopp! Und jetzt rein! Ah, das hat. Das macht schon Spaß. Warum ist der. Oh, nee, ich mach mich selbst kaputt. Komm, 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 komm. Ja! Second place. Hau ab! Ja. Was, 2 von 16 Runden? Puh, kann das sein? Und links? Third place. Second place. Oh, ich bin jetzt auf der zweiten Position. Aber ich glaube nicht, dass ich 16 Runden. Nee, das sind nicht 16 Runden. Oder doch? Na, mal schauen. Der Wagen hält noch lange hin. So, jetzt komm. Zack. Stay out of my way. Na, na, na. Als Kind war das schon sehr speziell, wenn man hier. Keine Ahnung, die Grafik war für die Zeit, glaube ich, schon ziemlich gut. Vor allen Dingen, dass man da so richtig. Nicht immer dieses langweilige Rennen, sondern eigentlich echt die Leute kaputt machen. Ich glaube, in der neueren Zeit gab es dann das Spiel Burnout, hieß das, glaube ich. Das haben wir auf der PlayStation 2 oder 3 gespielt, weiß ich gar nicht mehr. Das war dann grafisch aber schon ein bisschen eine andere Klasse, natürlich. Wäre auch wieder mal ein Spielchen wert, denke ich. So, bam! It's the final lap. Second place. Oh, have my revenge.
Ein 360er. Ich habe den weggedreht. Oh, aber jetzt kommt die Rache. Race over. Mal schauen. Mal gucken. Irgendwie bin ich da gar nicht dabei. War ich so schlecht? Nee, das ist was anderes. Das ist irgendeine Liga. Ah, hier, die Resultate. The Bouncer. Ja, gut, mit dem Namen ist klar. Ich bin Zweiter geworden. Und haben auf dem dritten Platz abgeschlossen. Ja, die Oma war auch dabei. Ah ne, das ist ein Mann. So. Das Scum. Geile Bilder. Na gut. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich fahre noch eine Runde. Ja, es ist gar nicht immer noch spielbar, das Spiel. So, komm. Und los geht's. Ich fange gleich in der Kurve an mit dem Rennen. Und da hinten geht's schon ab. Bam, bam, weg. Batsch. Hoppla. Ich werde ein Sandwich genommen. So, komm, komm, komm. Was ist das für eine Kurve? Das dauert ja ewig. So, und jetzt da voll rein. Batsch. Verfehlt. Ich glaub's nicht. Zweimal genau gleich verfehlt. Oh Mann. Batsch. Ah, endlich habe ich dich. Jetzt hier wieder die Bombenkurve. Wo kam denn der her? Das, ich glaube, die Strecke ist eine 8 in der Mitte offen. So, jetzt. Oh. Ja, gibt leider keine Takedown-Cam. So, jetzt habe ich dich. Bam! Ja, genau. So, jetzt ist, glaube ich, nur noch einer vor mir. Weg abschneiden. Ich klebe hier ein bisschen an der Wand rum. Und jetzt hier die 1 weggebounced. So. Läuft. So. Oh! What a race! So, komm, komm, den hole ich mir auch noch. Gute Kollisionsabfrage. Ein bisschen durch die Wand gefahren. Aber funktioniert ganz gut, das Spiel. Oh, oh. So, komm. So, dich habe ich. Ah, der holt mich wieder in der, auf der Innenbahn ein, die Sau. Ja, das Spiel macht aggressiv. So, und jetzt hol ich. Zack! Nee, ich habe ihn. Jetzt. Batsch. Uiuiui. Bam. Dreh dich. Nein, der haut mir ab. Oh, der ist gut. Und meine... Wie nennt man das? Meine Haube, Motorhaube ist eingedrückt. Ich komm gleich, komm gleich. Nicht, was ihr jetzt denkt. So. Voll erwischt. Voll kaputt. Und nochmal. Nee, wieder verfehlt. Das ist echt noch ziemlich schwierig. Oh, und jetzt wurde ich... Oh mein Gott. Ja, das... Mal schauen, ob ich... Ich glaube, das wird kein erster Rang hier. Oh, hau ab. Und jetzt habe ich dich. Ja. Und? Gucken.
Ja, wer sagt's denn nicht? Man soll immer aufhören, wenn man am Führen ist. Ja. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gehabt. Macht Spaß, aber naja, ich weiß nicht. Ich glaube, heutzutage, wer es nicht von früher kennt, wird keine Freude damit haben, weil man ist sich schon ein bisschen was anderes gewohnt. Aber mal wieder reingucken. Warum eigentlich nicht? Ja, das war's auch schon. Wenn ihr es selber runterladen wollt, ich schreibe rein wo und viel Spaß damit. Tschüss.